willkommen zu einer neuen Folge von Onkel Dauerwelt. Don Rosa, seine Enten, seine Comics. In dieser Episode geht es um die Geschichte Seine Majestät Dagobert der Erste. Die Geschichte handelt davon, dass es eiseskalter Winter ist und Onkel Dagobert eigentlich kein Brennholz kaufen möchte. Also möchte er einen Baumstumpf abhacken, der halt eben neben dem Geldspeicher steht und damit eben dann den Ofen im Büro anheizen, damit seine Angestellten nicht ganz so frieren müssen, beziehungsweise damit sie natürlich wieder besser arbeiten können. Ja, und wie es der Zufall so will, befindet sich in dem Baumstumpf, was Onkel Dagobert leider nicht bemerkt, eine goldene Plakette, die Tick, Trick und Track dann aus dem heißen Feuer ziehen. Und auf dieser Plakette steht drauf, dass Sir Francis Drake die Drakeburg erbaut hat. Auf diesem Hügel, nämlich auf dem Glatzenkurbel, auf dem heute der Geldspeicher steht. Und bei einer Recherche im Schlauen Buch und im Emil Erpel-Archiv stellen dann Onkel Dagobert und die Neffen fest, dass dieses Drakeburg später dann zu Duckburg wurde, also zu Entenhausen, zu dem Vorentenhausen, was dann eben später Emil Erpel überlassen wurde. Das heißt, offenbar scheint Sir Francis Drake, der berühmte Entdecker, der eigentliche Gründer von Entenhausen zu sein und nicht Emil Erpel. Naja, und durch einige interessante Verwicklungen stellt sich fest, dass dieses Landstück, auf dem Onkel Dagobert seinen Geldspeicher hat, auf dem der Glatzenkugel steht, gar nicht zu den USA gehört, sondern eine unabhängige Nation ist. Und damit Onkel Dagobert den Steuerzahlern bzw. den Finanzamt ein Schnippchen schlagen kann, erklärt er sofort seinen Hügel dann zu einem unabhängigen Königreich, macht sich selbst zum König, der Geldspeicher wird zum Schloss, also er schafft sich eine Krone an, er holt einige Ritterrüstungen aus der Duckenburg in Schottland, damit das auch wirklich nach einem Schloss aussieht. Ja, das Problem ist nur, er hat dann die Rechnung ohne den Wirt gemacht und hat die ganzen Nachteile, die so eine Unabhängigkeitserklärung mit sich bringt, nicht bedacht. Zum Beispiel wird ihm der Strom abgestellt, die Panzerknacker nisten sich ein und die Polizei von Entenhausen tut natürlich nichts dagegen. Die Angestellten dürfen nicht mehr in den Geldspeicher, weil sie ja keine Einreise- bzw. Ausreisegenehmigung haben, also keine Pässe. Tja, und ja, im Endeffekt geht eben Onkel Dagoberts toller Plan eigentlich nach hinten los. Tja, die Geschichte ist ganz witzig gemacht. Sie beruht so ein bisschen auf historischen Gegebenheiten. Sie enthält erstmals, oder beziehungsweise das zweite Mal eigentlich schon nach der letzte Schritt nach Dorsten, einen Rückblick in die Vergangenheit von Entenhausen diesmal, nicht von Onkel Dagobert. Aber man erfährt eben ja so ein bisschen was aus der Vergangenheit der Stadt. Ja, insgesamt eben eine Geschichte mit vielen Wachsanspielungen, wie man es bei Don Rosa kennt. Die ist ganz witzig gemacht, gerade eben dann diese Panzerknacker, die sich dann im Geldspeicher einnisten und da breit machen, ist sehr witzig gehalten. Und es gibt eben zusätzlich noch einen Anwalt namens Schlegel Schlappert, mit dem die Panzerknacker eben zusammenarbeiten. Ja, und das Ende der Geschichte, was ich jetzt natürlich nicht verraten möchte, weil das ja eigentlich so eine Art Pointe auch ist, zeigt auch mal wieder ein wenig die sanfte Seite von Onkel Dagobert, der eben nur nach außen hin als harter Kerl erscheinen möchte und im Endeffekt doch irgendwie ein weiches Herz hat und kein Herz aus Stein. Ja, die Geschichte fand ich eigentlich ganz witzig. Damals, als ich das erste Mal gelesen hatte, das muss auch irgendwann in meiner Kindheit gewesen sein, lang, lang ist es her. Und ich würde ihr einfach mal spontan, würde ich sagen, 4 von 5 Enten geben.